Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Otti und ich sind heute auf dem Weg ins Salzkammergut. Ja, so manchen von euch fällt dann bestimmt der Spruch ein, im Salzkammergut, da kann man gut, ja? Ja genau, lustig sein. Ja, und wir werden das ausprobieren. Ja, jetzt will ich mal aufklären, was wir im Salzkammergut vorhaben. Wir wollen eine 5-Seen-Tour machen. Der erste See ist der Traunsee, dann kommt Wolfgangsee, Attersee, Mondsee. Ja, und wenn das Wetter mitspielt, dann noch der Irrsee und vielleicht noch der eine oder andere noch dazu. Otti hat noch eine interessante Bemerkung zu unserem Vorhaben. Bitte. Naja, das wird dann die mindestens 5-Seen-Tour. Ich denke auch. Ja, Otti, wir haben es ja bald geschafft. Ein Hallo noch einmal. Wir sind angekommen auf dem Campingplatz im Traunsee. Ich denke mal, wir haben es hier gut getroffen. Wenn man mal dort mal hinschaut. Ja, hallo Freunde, einen recht schönen guten Morgen. Wir sind hier nach einer leicht stürmischen Nacht am Traunsee und wir machen uns heute auf den Weg mit den Mountainbikes nach Gemunden, ja, hinter mir. Und dann gehen wir mal auf den Grünberg. Mit der Bahn fahren wir hoch und dann schauen wir mal, ob wir über den Baumwipfelpfad uns ein Stückchen bewegen können. Schöne Ecke hier, ha? Ja, voll. Gefällt mir sehr gut. Otti, wir sind jetzt unfallfrei hochgekommen auf den Berg. Ja, ist auch eine neue Seilbahn. Ja, das ist gut. Guck mal, da fährt gerade einer hoch da, wird hochgeschleppt. Ja. Mit seiner Sommerrodelbahn. Genau. Also da kriege ich Lust, die Sache heute auch mal durchzuführen. Hier. Und ja, jetzt schauen wir uns erstmal bis hier um und dann gehen wir auf den Baumwipfelpfad. Unsere Sülze muss bald kommen. Ja. Und dann geht's wohin? Auf den. Gut, okay. Können wir schon mal ein bisschen was erkennen von hier aus am Tisch. Jetzt haben wir uns etwas gestärkt und jetzt gehen wir auf den Baumwipfelpfad.
Der Buchfink, jawohl. Otti, hast du was Besonderes für uns hier? Ja, hier ist so eine Uhr, da kannst du die Vogelstimmen der Waldvögel hier anhören. Aha, ja, mach mal. Den haben wir doch vorhin gerade gehört. Ja. Zaunkönig, aha. Der Kleiber. Aha. Jawohl, der Waldkauz. Schön. Endspurt. Geschafft. Gut, jetzt bleiben wir hier aber. Mir ist das so windig da oben. Ich bin ganz hinaufgegangen auf den Aussichtsturm und habe mir die Gegend angeschaut. Da sind auch so Markierungen, dass man die Berge zuordnen kann und die Orte. Ja, schön, aber windig. Also ich war froh um meine Jacke. Guck mal hier, dann, was es hier gibt. Ja, sowas in der Art hast du doch. Ganz schön windig geworden, was? Ja.
Sommerrodelbahn. Sommerrodelbahn. Geht los? Jawohl. Jetzt muss ich auf Go drücken. Sie wissen Bescheid? Nach vorne, Gas geben, loslassen, bremsen. Alles klar. Okay? Prima. Dann viel Erfolg. Danke. Let's make this quick, 'cause I ain't got no time to lose. Just trying to figure out which time to use. Keep it together, cohesive like molecules. 'Cause as long as I'm living, nothing's impossible. And as long as I'm breathing, I keep it logical. Death over dishonor, and you're dishonorable. Despicable, miserable, and pitiful. You guess no past, the mass wasn't critical. Too many intervals. You are not like Mike, a smooth criminal. I'm about to reach my apex, the pinnacle. Vegetarian, I don't eat animals. 'Cause I eat rappers, call me cannibal. Doctors wanna keep me locked up like Hannibal. But I don't wear a mask like MF. Better check yourself and make sure you got some skin left. 'Cause I eat rappers, call me cannibal. Ja, war eine sehr interessante Erfahrung. Also man muss schon ein bisschen aufpassen beim Bremsen und beim Beschleunigen, also freigeben. Man muss wirklich mit einer Hand hier am Steuerknüppel bleiben, weil sonst wird die Fahrt zu rasant. Also man muss zwischendurch auch mal wieder bremsen. Hi Otti. Du, das macht Spaß ohne Ende, du. Ja? Das musst du auch mal machen. Ist eine tolle Sache. Gefällt mir außerordentlich. Wo sollst du denn jetzt hingehen? Ich möchte nach Gmunden reinfahren in die Dr. Christian Feuersteinstraße 11. Das ist das Geburtshaus von meinem Vater. Da ist er vor fast 100 Jahren auf die Welt gekommen. Oh ja, das schauen wir uns mal an. Es war eine rundum feine Sache. Ne? Ja, ein toller Ausflug, hat mir echt viel Spaß gemacht. Ja, und jetzt setzen wir uns nochmal auf die Mountainbikes und dann fahren wir nach Gmunden rein. Ja. Und dann schauen wir mal, wo deine Vorfahren, also Vater, Großvater, gewohnt haben. Großmutter. Großmutter auch, na klar. Ja.